Ha, Lilo. Heute mal ein kurzer Tipp, ja, hoffentlich wieder kurz. Server hatten wir uns installiert, ne? Also wer das vorhergehende Video nicht gesehen hat, bitte erst schauen. Dort haben wir den Server etwas abgesichert, so dass man sich nicht mehr per Passwort aufschalten kann, sondern mit einer Datei, einer Schlüsseldatei und eine sichere Verbindung herstellen kann über SSH. Nun habe ich mir gedacht, im Terminal zu arbeiten ist vielleicht immer so ein bisschen langweilig. Man möchte vielleicht auf seinem Server, den man jetzt hier im lokalen Netzwerk hat, wo man sicher mal testen kann, vielleicht auch mal einen Ubuntu Desktop des Servers sehen. Das hier ist mein lokaler PC. Hier nebendran habe ich auch mal Conkey am Laufen, das ist ein Systemmonitor. Und wir schauen uns das mal an. Ich habe da sowas ein bisschen was vorbereitet. Im Gegensatz zum letzten Video habe ich da noch so kleine Einstellungen gemacht auf dem Server. Ich habe mich dann erstmal wieder als Root eingeloggt, ne? Wir hatten ja unseren Test-User dort. Mit SU-L konnte ich mich als Root anmelden. Dann habe ich apt-get install x11-vnc installiert und apt-get install vnc-viewer. Ne? Die beiden brauchen wir, um uns den Server-Desktop hier in unserem lokalen Netzwerk, wo wir sicher mal testen können, mal anzuschauen. Und dann brauchen wir natürlich den Ubuntu Desktop. Ne? Was wir hier sehen, ist ein Ubuntu Desktop, ein grafischer Desktop, und da wollen wir mal hin, damit wir unseren Server gegebenenfalls auch mal grafisch administrieren können und nicht nur vom Terminal aus. Gegebenenfalls müsst ihr dann noch folgende Einstellungen machen, nachdem ihr das alles installiert habt. Die Datei etc. lightem-conf ändern, damit sich unser Test-User automatisch einloggen kann. Kann man natürlich auch dann, wenn man erstmal in der Sitzung drin ist, auch von dort aus machen oder direkt zum Server gehen, sich einmal einloggen in den grafischen Display, dort einstellen, dass der User-Test sich ab jetzt ohne Passwort einloggen darf in den grafischen Desktop, ne? In den grafischen Desktop, ne? Das heißt nicht, dass der jetzt über SSH ohne Passwort käme und dass er nicht ohne Key da reinkäme. Das heißt nur, wir sparen uns das, was wir vom normalen Desktop kennen, dass zuerst so eine Login-Maske kommt. Die müssen wir umgehen, weil wir haben ja sowieso schon einen sicheren Login. Dann gegebenenfalls Reboot. Und dann sieht das so aus. Ich habe da mal so ein kleines Skript hier, ne, geguckt. Bei Ubuntu gab es so eine Anleitung. So. Hier wird dann auch noch so eine Art Tunnel gemacht auf dem Server, ne? Also wir loggen uns ein mit SSH. Und das waren ja unsere Zugangsdaten zu dem Server hier in unserem lokalen Netzwerk. Da hatten wir den Port schon umgebogen. Der Benutzer hieß Test und der Server hatte diese IP-Adresse bei unserem kleinen Test, und anstelle von dem Standardport SSH 22 hatten wir 8822 genommen. Und mittlerweile hatten wir auch einen Key generiert, mit dem wir uns dort einloggen konnten, ohne dass wir immer das Passwort eingeben mussten. Gut. Starten wir dieses Skript, dann wird auf dem Server xlvnc gestartet. Ja, das haben wir dort installiert. Und safer, also etwas sicherer gemacht, dass es nur als Localhost geht, weil standardmäßig halt dieser VNC Viewer über Port 5900 öffnet, und das ist dann unverschlüsselt, das ist vielleicht nicht so gut. Gut, jetzt würdet ihr sagen, warum schon wieder No Password? Da machst du nichts mit Passwort und da machst du nichts mit Passwort. Gut, erstens bin ich im lokalen Netzwerk. Zweitens umgeht das einige Problemchen beim Login. Also müsste ich jetzt den xlvnc-Viewer auch noch mit dem Passwort dort mich einloggen. Dann könnte ich das vielleicht gar nicht so einfach machen. Also wir gehen davon aus, wir haben über SSH und sowieso schon authentifiziert und kein anderer kann rein. Gut. Dann können wir den xlvnc starten. Und zwar so, dass der Port 5900 auf den Localhost getunnelt ist. Da kann man mit No Password sich da verbinden, denn wir haben uns ja hier schon authentifiziert. Hier ist weder Passwort noch ähnliches, weil wir halt schon diesen sicheren Key generiert hatten, brauchen wir nicht mehr. Gut, damit wir überhaupt auf den grafischen Desktop kommen, muss der User-Test nun diesen LightDM oder je nach Desktop-Umgebung, GDM oder KDM, umgehen, ja. Und je nach Desktop-Umgebung muss man da andere Einstellungen machen. Langer Rede, kurzer Sinn, wir verbinden uns jetzt mal.
Ich führe dieses Skript aus, ne? Wird per SSH, das sehen wir gleich hier, eine sichere Verbindung aufgebaut zu meinem Server, der hat diese IP-Adresse. Der Benutzer ist Test, automatisch wird dieser Key übertragen und gecheckt, dass ich auch ich bin und SSH läuft über Port 8822. Sobald das passiert ist, bin ich quasi eingeloggt auf dem Server. Auf dem Server wird XLVNC gestartet in einem halbwegs sicheren Modus und dann startet sich noch der VNC Viewer mit dem Display 0 über Localhost, weil das halt hier so komisch getunnelt wird. Aber wie gesagt, wir schauen uns das mal so an, wie das so aussieht im richtigen Leben. Gut, ich gehe jetzt mal auf meine Arbeitsfläche, da liegt ja mein server.sh-Skript. Komischerweise kann ich unter Ubuntu 13.04 die Skripte nicht mit Doppelklick starten. Naja. Arbeitsfläche, da liegt ja das Skript und mit Punkt, Schräger, ich habe das mal server.sh, ein Shell-Skript genannt, geht das jetzt furchtbar los. Jetzt wird die Verbindung aufgebaut zum Server und dann wird noch 5 Sekunden gewartet, bis die Verbindung wirklich steht und dann sollte hier wie von Zauberhand der Desktop erscheinen, wie er eigentlich auf dem Server ist. Gut, wir sehen, der war im Screensaver-Modus hier. Gut, wir sind bereits wohnen. Das hier, was ich hier sehe, passiert genau in diesem Augenblick hinter mir auf meinem echten Server. Ihr seht, ich muss immer noch das Passwort eingeben, weil der Bildschirm schon an sich eingeschaltet hat. Gut, dem Moment, wo ich das Passwort eingegeben habe, könnte natürlich jeder, der direkt vorm Server steht, gucken, was ich da so mache. Aber wir gehen davon aus, wir machen das ja daheim. Der Server steht in einem abgeschlossenen Kämmerchen. Und wir wollen es jetzt erstmal nur zum Rennen bringen. Passwort hatten wir ja genommen. Zack. Und jetzt sehe ich tatsächlich, hier ist mein Ubuntu Server mit einem grafischen Display. Grafische Oberfläche. Yippie-yay. Gut, hier auf dem Server sehe ich die 192.168.10, falls ihr das erkennen könnt. Über den Port 8822 haben wir ja gesehen. Das ist unsere SSH-Verbindung, die sichere. Und hier ist das auf dem echten PC, wo ich gerade arbeite. Da ist die ausgehende Verbindung, das ist die Server-IP-Adresse, auch über den Port 8822. Und der Port 5900, das wird irgendwie mit Localhost getunnelt. Fragt mich nicht, wie. Ich hab's halt so mal hinbekommen. Es gibt noch diverse andere Anleitungen im Internet, aber die funktionierten alle vorne und hinten nicht. Das war die Version, die funktioniert hat. Gut, kommt ihr nicht sofort so auf den grafischen Display, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr am Server euch vielleicht das erste Mal tatsächlich mal einloggen müsst, damit der grafische Desktop gestartet wird. Wie gesagt, es gibt diverse Anleitungen im Internet, wie man das umgehen kann, dass man sich nicht mit GDM, LightDM, KDM oder MDM unter Mint einloggen muss, aber wie gesagt, bei mir hat es nicht so hingehauen. Bei User-Accounts, wie gesagt, das war dieser Eintrag, da haben wir automatischer Login ist auf On, das kann man hier mit Unlock entsperren und auf On schalten, dann entsteht halt in dieser Datei, ich gehe mal Terminal, ihr seht, ich kann hier wunderschön auf meinem Server jetzt mittlerweile arbeiten, grafischen Display, passiert alles hinter meinem Rücken auf dem echten Server genauso. Ich sehe dasselbe Bild hinter mir. Cut. ETC. Jetzt mal Schräger davor schreiben. ETC. Light. Jetzt kommt das wieder mit dem TH. DM. Li. DM. Conf. Und hier sehen wir, es passiert dann folgendes. Auto-Login User. Ist Test, ne? Damit mein grafischer Desktop, wenn ich zum Beispiel den Server neu starte, sich automatisch hier einloggt, weil ich will ja nicht immer wieder zum Server rennen. Dann habe ich noch gemacht Allow Guest gleichfalls, weil ich das ganz nett fand. Gut, und schon kann ich mit meinem Server so arbeiten, wie als säße ich direkt davor. Und das finde ich nett. Das hier nebenbei ist Konki, ne? Ein Systemmonitor hatte ich schon mal gezeigt. Hier sehen wir, was auf meinem Server passiert. Hier sehen wir, was auf der lokalen Maschine passiert. Zusätzlich habe ich mir noch Onboard, ja, die Bildschirmtastatur, in die Startprogramme gepackt. Ja, gehen wir auf Start, Start. Jetzt ist das schön, ich kann auf meinem Server eben in einem grafischen Display arbeiten. Da habe ich Konki zum Beispiel automatisch starten lassen. Ja. Ja, Edit, einfach nur Konki.
rein, müsst ihr natürlich installiert haben, sudo apt-get install conky und onboard die Bildschirmtastatur automatisch starten lassen. Hatte dann Vorteile, wenn ich zum Beispiel mal Terminal starte und ich will mit Nano irgendwas editieren. Sagen wir, ich wollte jetzt mit Nano da was editieren. Ja, und ich würde jetzt versuchen, mit Steuerung X da wieder rauszugehen. Dann konnte ich das Steuerung nicht hier über den VNC Viewer, eine Tight VNC, das konnte ich nicht auslösen. Konnte ich aber dann mit Onboard Steuerung X und so kam ich dann wieder an die Tasten, die ich hier nicht einfach so bedienen kann. Wunderschön. Und jetzt können wir das tun, was wir vielleicht vom normalen Ubuntu-System gewohnt sind, denn viel was anderes ist es jetzt eigentlich nicht mehr, nur mit voreingestellten SSH. Theoretisch kann man das natürlich auch genauso mit einem fertigen Ubuntu-Rechner machen und den dann als Server benutzen. Details, damit ihr auch seht, das ist hier mein Server, der so hinter mir so rumrauscht und da bewegt sich das Bild, was wir hier sehen, genauso auf seinem Bildschirm. Das ist dann mein Intel Core, den habe ich mal wieder ausgegraben, den habe ich schon lange nicht mehr gezeigt. Gut, der funktioniert jetzt ganz normal, wie wir das gewohnt sind und so wollen wir es vielleicht haben. Denn dann kann man schneller mal was arbeiten. Und wenn wir ins Terminal wollen, sind wir auch schnell wieder da mit SU-L. Kommen wir, wie schon gezeigt, Passwort wieder zum Root. Werden wir bei der Installation zum Beispiel von Updates oder ähnliches nach dem Passwort vom Root gefragt, dann halt das Root-Passwort. Ich hatte es in meinem Demo immer Passwort genannt. Gut, Close Terminal. Wir sehen, wir kommen drauf. Was machen wir? Wir könnten noch einstellen in den System-Settings, dass bei Brightness and Lock automatisch dieser Bildschirmschoner kommt, ne, vielleicht etwas schneller als sonst, dass der quasi wieder auf die Entsperrmaske kommt. Oder wenn wir fertig sind mit Arbeiten, einfach auf Lock Screen. Und schon, selbst wenn jetzt jemand direkt vor meinem Server stehen würde, hätte er mein Passwort nicht. Ne? Und ich kann hier einfach das Bild schließen, denn ich will ja meinen Server nicht herunterfahren. Gut, ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.